So, Servus und willkommen zum Interview mit Maximilian Zeiser vom FC Bayern München. Hi Maxi. Servus. Wie geht's dir? Alles gut? Alles gut, freue mich hier zu sein. Ja, läuft. Am Sonntag habt ihr ein Spiel gegen SVW, ne? Die stehen jetzt momentan auf Platz 4, also hoch in der Tabelle. Wie bereitet sich die Mannschaft auf das Spiel vor und welche Vorgaben gibt der Trainer? Wir bereiten uns eigentlich wie auf jeden Gegner vor. Klar ist Wien eine gute Mannschaft, die ist letztes Jahr abgestiegen. Wollen auch, denke ich mal, wieder aufsteigen dieses Jahr. Trotzdem wissen wir, dass wir, wenn wir unser Spiel durchbringen, dass wir auch gegen die Mannschaft gewinnen können. Deswegen, die Ansprüche vom Trainer sind wie in jedem Spiel, dass wir einfach einen guten Fußball spielen, mutig sind und ja, am Ende hoffentlich das Spiel gewinnen. Du hast ja gegen Halle dein erstes Profitor geschossen und gleich ein Doppelpack. Was ist das für ein Gefühl, wenn man die Chance nutzt quasi, wenn man nicht so oft zum Einsatz kommt und gleich ein Doppelpack schießt? Ja, war schon ein geiles Gefühl, muss ich schon sagen. Also meine ersten zwei Profitore, also die letzten liegen ja schon eine Weile zurück. Deswegen habe ich mich mal wieder sehr gefreut, dass ich auch mal wieder getroffen habe. Aber natürlich können noch das ein oder kann noch das ein oder andere dazukommen. Auf jeden Fall. Bist ja schon seit 2012 jetzt bei Bayern. Also insgesamt schon 8 Jahre, 9 Jahre bei Ja. Bayern, wenn du 13 bist. Wie siehst du da deine Entwicklung? Vor allem in Jugendabteilungen, jetzt spielst du für die zweite Mannschaft. Das ist schon ein großer Schritt. Ja, wie du schon gesagt hast, also ich bin zu 14 zu Bayern gekommen, habe dann jede Jugendmannschaft durchlaufen. Ja, habe eigentlich sag ich mal, in jeder Jugend einen Entwicklungsschritt gemacht. Das, was die verantwortlich dann auch letztendlich sehen wollen. Genau, bin jetzt seit, oder ist jetzt mein drittes Herrenjahr. Bin natürlich immer noch in einem Entwicklungsprozess, weil ich ja doch noch eher jünger bin, sage ich mal. Und da gilt es jetzt einfach dran zu bleiben, an mir zu arbeiten, um mich weiter zu verbessern. Ja, genau, du hattest in der U19 auch Sebastian Hoeneß als Trainer und der hat dich dann auch quasi mit in die Profimannschaft genommen. Der ist jetzt bei TSG Hoffenheim. Was für einen Bezug hast du zu ihm? Also ist das ein besonderer Trainer für dich? Hast du schon einiges mit ihm durchgemacht? Ja, das stimmt. Also das erste Mal hatte ich ihn in der U19, im zweiten Jahr U19. Da haben wir eigentlich eine gute Saison gespielt, wurden am Ende Zweite. Ja, da habe ich sehr viele Spiele machen dürfen, Gott sei Dank. Hatte damals auch schon im ersten Jahr eine super Bindung zu ihm. Wir haben uns eigentlich gut verstanden. Genau, dann hat er mich eben zu den Amateuren mitgenommen. Es war am Anfang schwer, weil ich er auf meiner Position schon eine große Konkurrenz hatte. Aber wo dann durch Corona auch alles stillgelegt war, sage ich mal. Ja. Habe ich die Zeit, glaube ich, gut genutzt, habe mich weiterentwickelt, habe an mir gearbeitet und durfte nach Corona dann auch wieder spielen unter ihm. Und letztendlich sind wir Meister geworden und das schweißt natürlich auch nochmal mehr zusammen. Deswegen würde ich schon sagen, dass wir eine gute Bindung haben und uns auch immer super verstanden haben. Super. Jetzt haben wir ein bisschen über die Vergangenheit gesprochen. Im Sommer läuft dein Vertrag aus bei den Bayern. Hast du dir schon Gedanken gemacht, wo es hingeht oder was jetzt folgt? Ja, die Gespräche sind halt jetzt mal so angelaufen. Bin eigentlich, sage ich mal, offen für alles. Also muss man jetzt abwägen, was einfach der beste Schritt ist. Klar, wenn man bei Bayern ist, also recht was Besseres findet man vielleicht nicht trotzdem. Also es gibt viele gute Vereine und wie gesagt, muss man die Gespräche abwarten und dann hoffentlich den richtigen Schritt machen. Ja. Du durftest sogar schon Champions League Luft schnuppern. Im Dezember warst du dabei beim Atletico-Spiel von der ersten Mannschaft. Und klar, du hast nicht gespielt, aber ist da trotzdem so ein kleiner Traum in Erfüllung gegangen? Allein das Drumherum und das Stadion und ja, alles. Auf jeden Fall. Also einfach das mal mitzuerleben, bei einem Champions League-Spiel dabei zu sein, auf der Bank zu sein. Ja, da kann ich schon sagen, habe ich als kleiner Junge geträumt von. Also wenn ich mir überlege, dass ich früher Balljunge war und unbedingt das Ziel hatte, da mal dabei zu sein und das jetzt auch in Erfüllung gegangen ist, ja, ist schon was Großes. Ich war ja dann gegen Moskau nochmal dabei. Und jedes Mal wieder war es einfach ein tolles Gefühl. Und da will man dann schon mehr, ja. Ja, glaube ich, jeder Fußballer träumt ja, irgendwann mal in der Champions League zu spielen oder dabei zu sein. Zu deinen Einsatzzeiten jetzt, du spielst nicht so häufig, spielst ab und zu und überzeugst dann auch. Siehst du das als Entwicklungsschritt oder ist das für dich normal, dass du jetzt noch nicht so oft spielst?
und dass das alles dann später kommt. Ja, gut, also ich hatte eine Phase, sage ich mal, da habe ich eigentlich ziemlich alles oder alle Minuten mitgenommen. Klar, bei Bayern weiß man selber, dass man da einfach eine unglaublich große Konkurrenz hat auf der Position und nicht in einer Saison 38 Spiele macht. Also das ist eigentlich von vornherein klar. Deswegen gilt es jetzt einfach im Training weiter Gas zu geben, den Trainer zeigen, dass man da ist und dass man unbedingt wieder in die erste Elf will. Ja, cool. Das war auch schon meine letzte Frage an dich. Dann wünsche ich euch viel Glück am Sonntag. Ja, vielen Dank. Alles klar. Gut, ciao. Ciao.